Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Im letzten Part haben wir Bowser zum zweiten Mal besiegt. Und der letzte Part war irgendwie so ein übelst krasser Fail-Part. Ich weiß selber nicht, was dort ablief. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter mit diesem Part. Und ich hoffe, da läuft alles besser. Through the Chat Stream. Ich hoffe, ich weiß, was das für eine Mission ist. Aber ich glaube, ich mache jetzt zuerst mal die andere, die davor ist. Ist egal, eigentlich die Reihenfolge ist eigentlich beides dasselbe. Und zwar, wir schwimmen jetzt einfach dieser Roche hinterher, denn der hinterlässt so Ringe. Und dafür gibt es so eine Anzahl. So, 1, 2, 3, komm schon, 3, 4, sorry, 5. Und da kommt ein Stern raus und den müssen wir jetzt einsammeln und der ist da unten. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich ziemlich aufpassen, dass wir jetzt nicht da reingeraten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, hab's geschafft. Diesmal kein Epic Fail. Und save and continue. So, jetzt geht's weiter. Mit dem nächsten Stern. Through the Chatstream, okay. Habe ich doch den nächsten gemacht? Dachte ich mir. Denn Through the Chatstream ist auf der anderen Seite. So. Da schwimmen wir jetzt erstmal nicht nochmal normal rüber, sondern wir machen meinen Trick. So, warte, ich mache meinen Controller auf den Tisch und spam das jetzt die ganze Zeit durch, bis ich endlich drüben angekommen bin. Okay, nun können wir das Ganze wieder ausmachen. Ah! Hilfe. So. Da brauchen wir eigentlich nur die Metallkäppchen jetzt. Bam. Und ich glaube, den brauchen wir erst nachher, oder? Oder klappt das auch schon so? Nee, natürlich klappt das nicht schon so. 1, 2. Drei. 4, 5. Okay. Jetzt brauchten wir den. Also jetzt bräuchten wir den. So. Und Deutsch ist Sonfleek. Also holen wir den mal ganz kurz. Ah ja, zu meinem Mathe-Fail im letzten Part. Keine Ahnung, was da schief lief. Mein Kopf ist irgendwie dort am Arsch gewesen. Ah. Okay. Bam. Nun geht's rüber. Okay. Ich glaube, man könnte den auch so schaffen, ohne Metallcap einzusammeln. Habe ich, glaube ich, schon mal. Aber es geht schneller, wenn man den benutzt. So, Through the Chat Stream Kurs 9. Und ich glaube, nun haben wir eigentlich alle Sterne hier. Genau, jetzt geht's zur Nummer 10. Und diesmal verlassen wir die untere Etage, denn die ist jetzt eigentlich komplett erledigt. Jetzt geht's zur letzten Etage. Zur neuen Etage. Zum obersten Stock. Wobei, wenn man streng sieht, dann ist es eigentlich der zweitletzte. Also, Stock Nummer 1. Und man kann auch hier die Treppen hochlatschen. Oder man benutzt hier einen wunderschönen Bug. Und es gibt sich das irgendwie hier nach oben. Treppen werde ich aber im nächsten Part auch noch zeigen. Keine Sorge. Oder wisst ihr was? Ich mache es euch zuliebe. Zeige ich euch die Treppe jetzt für diejenigen, die die Treppe nicht gesehen haben. So. Das ist die Treppe. Ich hoffe, ihr seid glücklich. Ich bin glücklich auf jeden Fall. Und hier ist nochmal die Treppe, wenn man die hochläuft. Schön. Okay, Nummer 10 ist meine absolute Hasswelt. Gulliver Gumba. Also, gehen wir nun rein. Psch, oh mein Gott, was ist hier passiert? Das ist eine Attrappe. Als erstes... es wird eins von denen rein. Ich würde bevorzugen, in den kleinen zu gehen. So. Denn je nachdem, welches Gemälde wir reingehen, ist die Welt groß oder klein. Wenn wir in das kleine Gemälde reingehen, ist die Welt auch klein. Und für uns groß. Und wenn wir in das große gehen, dann ist die Welt groß. Und wir sind dementsprechend für die Welt klein. So. Nun geht's rüber. Wir bringen den um. Und nun switchen wir zur großen Welt. Das kann man auch im Level. Und nun müssen wir einfach Piranhas hier umbringen. Das geht eigentlich ganz easy. Die sind nicht so schwer umzubringen wie die normalen. Das ist irgendwie komisch. Bam.
Und du stirbst auch. Okay, scheiße, der stirbt auch nicht. Aber jetzt wird er sterben. Stirb! So, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele noch kommen werden. Hier muss noch irgendwo einer sein. Genau, hier sind noch zwei. Ah, Hilfe. Ja, nice. So, komm jetzt. Bam. So, tot. Münzen einsammeln und wieder tot. Und jetzt kommt hier unser erster Stern dieser Welt. Als erstes, wenn man sich hier das Weltsetting anschaut, denkt man sich so, oh, die Welt ist eigentlich ziemlich cool. Warum hast du die jetzt, Gami? Ja, das wird man dann noch sehen. So, jetzt gehe ich mal wieder in die kleine Welt zuerst. Denn der Weg ist dann noch viel kürzer. Der Tip-Top of the Huge Island. So, dann gehen wir hier rüber und wieder hier rüber. Ah, scheiße. Ah, shit. Okay, bam. Und rein da. So. Nun geht's nach oben. Wir bringen nun diesen fetten Goomba um. Bam. Und da kommt eine blaue Münze raus. Oh mein Gott. So. Hallo. Ich hab deinen Namen vergessen. Kann ich eigentlich in der Super Mario 64 Einleitung, glaube ich. Anleitung nachschauen. So. Es ist ja eigentlich nicht der Tip-Top vom Berg, sondern eigentlich nur so die Seite der Spitze. Ja, da war irgendwas verkackt mit dem Titel des Kurses. Der Aufgabe des Kurses, der Mission. Aber ja. So. Rematch with the Cooper Quick. Was heißt denn das? Rematch. Für so Gamer. Videos sollte klar sein, was ein Rematch heißt. Für Nicht-Gamer, die aber auch nicht gut in Englisch sind. Erkläre ich es nochmal. Rematch heißt Revanche. Wo man nicht einfach Revenge geschrieben hat, weil Revenge Rache heißt. Und Revanche und Rache ist nicht so ganz dasselbe. Also, nun geht's nach unten und da ist der Cooper, gegen den wir mal ein Rennen gemacht hatten. Ganz am Anfang des Let's Plays. Die zweite Mission. Und nun machen wir hier wieder ein Rennen gegen ihn auf Gulliver Gumba, der 10. Welt, in der dritten Mission. Lang nicht mehr gesehen. Wow, bist du schnell geworden. Hast du trainiert? Was? Und das Like, was ist das? Hast du trainiert oder ist es wegen den Powersternen? Ich habe mich ziemlich schlecht gefühlt nach dem letzten Match, weil ich verloren hatte. Und das ist hier meine Heimstrecke. Wie wär's mit einem Rematch? Das Ziel ist Windswept Valley. Ready? Ja, das Problem ist halt, ich weiß nicht, wo Windswept Valley ist. Also ja, ich glaube, ich weiß es, aber wenn man Mario ist, dann würde man es logischerweise nicht wissen, weil Mario jetzt noch nie hier war. Nein! Nein! Oh mein Gott, was war das denn? Bitte. Ach du Scheiße. Oh, nun können wir den ganzen Weg nach vorne. Scheiße. Okay. Please. Oh nein, ich hab den Goomba umgebracht. Ich hab den Koopa umgebracht. Ich hoffe, er lebt noch, wenn ich hier in die große Welt gehe. Hab ich voll verhängt. Bitte lebt noch. Der lebt noch. Oh mein Gott. Dann sind das wohl zwei Dimensionen oder Weltlinien, was auch immer. Daumen hoch, wer Steins Gate gesehen hat. Oder auch nicht, ihr müsst keinen Daumen nach oben geben. Ein Dislike genügt auch. Ist auch eine Interaktion. Ah, fuck. So. Und nun müssen wir aufpassen, dass die nicht runterfallen. Ich glaube, der Cooper kann hier einfach durchdrehen, weil er schwer genug ist. Ist er nicht vom Wind getrieben? Wird! Alter, bin ich dumm. Ich wollte gerade in die Röhre springen. Hilfe, was ist mit mir heute los? Das kann nicht sein! Du hast mich wieder besiegt! Und ich habe meine ganze Zeit auf diesen einen Match geopfert. Und mein ganzes Geld auf diese Sprintschuhe. Ja, ich werde ihn nun diesen anderen Stern geben, weil da du der Gewinner dieses Rennen bist. Herzlichen Glückwunsch, Mario. Opfer.
Also ich extra Schuhe gekauft. Für dieses eine Rennen. Einmal. Und vor allem, das sollte eine Sprintschuhe sein, damit er extra schneller ist. Aber war doch nicht. Lol, Wucher. So. Die Sternanzeige wird... kommt immer in der... dreistelligen Zahl näher. 5 Itty Bitty Secrets. Nun, was sind, bitteschön, die Itty Bitty Secrets? Na, das werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar, ich glaube, das ist hier ein Itty Bitty Secret. Okay, war doch nicht. Aber hier ist ein Itty Bitty Secret. Das weiß ich ganz genau. Hier. Da ist ein Itty Bitty Secret. Und da vorne sollte, glaube ich, auch ein Itty Bitty Secret sein. Genau, das war Nummer 2. Jetzt kommt das dritte Itty Bitty Secret. Okay, ich höre auf. Es sollte irgendwo hier sein. Das waren bis jetzt eigentlich nur Löcher. Oh, oh mein Gott. Man kann hier richtig schnell runterfallen durch diese Goombas. Jetzt ist die Frage, wo sind die anderen? Ah, Itty Bitty Secrets. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung mehr. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh! Ich gehe jetzt einmal hier mal nach oben in diese Röhre rein. Ich glaube, hier gibt es insgesamt 3 oder 4 Röhren. So, hier. Rüber. Und darum sollte, glaube ich, auch ein Itibizi... Warte, warum habe ich... Bin ich irgendwie dumm oder so? Ich rutsche jetzt einfach mal runter, so. Und gehe wieder in die Röhre rein. Irgendwie ist was Komisches heute los mit mir. Ich weiß es auch nicht. Also für diejenigen, die das vorhin noch nicht checken, ich habe den letzten Part auch am gleichen Tag aufgenommen. Ach du Scheiße. So. Ich mache gerade eine Aufnahmesession, müsst ihr wissen. So. Das vierte Itty Bitty Secret. Ich glaube, es waren 5, genau. Ist die Frage, wo ist das fünfte Itty Bitty Secret? Ich glaube, es sollte eben das da vorne sein. So. Das einzige Itty Bitty Secret vorhin da oben, was kein Loch war, sonst alle anderen Löcher. Wo zum Fick ist das? Ich glaube, ich habe eine Vermutung. Ach, scheiße. Da vorne, okay. Ein Krabbenburger, kommt sofort. Here we go. Okay, so. Nun, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann könnt ihr ihn bewerten, was auch immer. Meine Mom ist für Serial komplett. Bis zum nächsten Part von Let's Play Mario 64. Vielleicht auch Sonic Adventure 2 oder auch Crash Bandicoot. Das sind meine momentanen Let's Plays, die ich gerade am Laufen habe. Tschüss.